eine Esskultur, die mehr pflanzenbasiert ist. Das ist eine vielfältige, eine genussreiche Sache. Es gibt so viele pflanzliche Nahrungsmittel, wir essen nur so wenig von denen essen. Es ist eine Frage auch von Genuss, von Vielfalt und nicht von Einschränkung. Unsere Essgewohnheit, das ist etwas sehr Robustes. Man hat seine Erinnerungen von früher, kurz vom Servola-Brötchen bis zum oder Weihnachten halt sein Chinois, Fondue Chinois. Und also die Essgewohnheiten, die kann man nicht einfach so ändern. Und braucht ja auch einen positiven Grund, um das zu machen. Auch ganz wichtig sind halt die eingespielten Lieferketten. Das geht vom Futtermittelhandel, Futtermittelindustrie, auf dem Betrieb, Tierhaltung, Tierhandel, bis nachher Verarbeitung, bis in Detailhandel, in Gastronomie. Das sind wirklich etablierte Lieferketten, die gut spielen. Und dann ist halt die Schweizer Landwirtschaft wirklich auf Tierproduktion spezialisiert. Und die Menschen haben nebst der Vorliebe jetzt auch für also das tierische Produkt sehr wichtig sind. Das ist etwas Wertvolles, oder macht das Essen wertvoll. Haben auch die meisten Menschen wirklich mehr Vertrauen in die eigene Produktion vor Ort. Also dann kauft man auch gerne das, was die Bauern hier produzieren. Die Schweizer Landwirtschaft ist nach den Erfahrungen der beiden Kriege, nach dem Zweiten Weltkrieg, sehr stark auch abgeschottet vom internationalen Markt und geschützt vor dem Wettbewerb. Und man hat sie sehr stark unterstützt auch. Und das Ziel war wirklich, den Bauernstand zu erhalten und die Lande, die Versorgung der Schweiz mit Nahrungsmitteln sichern. Und das war eine jahrzehntelange Politik, in der Bauern außerordentlich erfolgreich waren. Nachher hat man gesehen, die Art von Politik, das ist halt einfach ein Problem. Die grosse Produktion, erstens ist sehr teuer, man hat Überschüsse, dann ist es umweltbelastend. Und dann hat man gesehen, es geht nicht mehr, man muss das wirklich das System ändern. Aber man ist halt wirklich stecken geblieben, dass man die Märkte nicht mehr geöffnet hat. Ohne das die Gefahr besteht, dass die Landwirtschaft wirklich zu fest auf die Menge setzt und nicht auf die Qualität. Und das macht man, obwohl man in diesem Bereich von intensiver Produktion ist man nicht wettbewerbsfähig. Die Schweiz ist einfach ein teurer Standort. Die Schweiz war noch nie unabhängig. Für eine sichere Versorgung muss man Nahrungsmittel importieren. Es braucht eine Inlandproduktion, die die Ressourcen wirklich schont. Und ich bin überzeugt, es braucht eine gewisse Stützung der Landwirtschaft. Aber nebenan braucht es für die Versorgungssicherheit und Ernährungssicherheit braucht es vor allem gute Vorratshaltung. Und das haben wir in der Schweiz. Und vor allem braucht es diversifizierte Handelsbeziehungen. Das hat man jetzt bei Corona und anderen Branchen das auch gesehen. Man kann nicht einfach auf einen setzen. Man muss wirklich sich absichern. Und das gibt Versorgungs- und Ernährungssicherheit. Die drei Sachen, das fehlt mir auch vor einer Landwirtschaft, die vielseitiger ist, vielfältiger und auch weniger abhängig von der Politik. Ich habe das Gefühl, alle würden profitieren, auch wirtschaftlich.